Björn, komm doch mal näher hier. Deiner sieht nämlich auch sehr lecker zusammengebaut aus. Danke. Finger weg. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Also du kannst gehen. Ja, ja. Nein, das ist deiner, lass dann schmecken. Dankeschön. Verdient hast du zwar nicht, aber trotzdem. Ja, da Dirk nicht da ist. Der Stalker schweigt und denkt sich was aus. Muss ich halt einen Björn ärgern. Wo ist der Björn? Hat euch schon wieder sabotiert? Schon wieder aus. Das gibt's ja gar nicht. Feuert doch mal die Kohlen ordentlich durch. Aha. Und dann glühen die. Ich meine, es ist wirklich wie verhext. Ich tippe aber auf Lüfter-Regler-Einstellung. Einfach doppelt. So, jetzt haben wir mal die Kamera von Micha gekapert. So, Micha, was machst du da? Wir machen unsere, ich hätte jetzt fast wieder gesagt, russischen Schaschlik-Spieße. Man aber doppelt. Das sind Kaukasisch oder irgendwie sowas hat der Prof gesagt. Ah. Der hat uns die gestern noch vorbereitet, eingelegt, dass die eben schön durchgezogen sind. Und jetzt müssen wir die alle aufspießen und dann werden die später dann auf dem Mangal gegrillt. Also zwei, drei das Stücke. Mal. Ja, das ist schlecht so quer, weil die schlappern dann bloß. Ich habe jetzt so ein bisschen gefaltet. Wenn die Spieße drehen. Ein bisschen falten. Heute, da hinten wird auch schon wieder umgebaut. Ich zünde dir gleich. Ja doch, auch die Tür rein. Ich würde mich gerne nochmal in die Finger schneiden. Du hast da Feuerzeug. Stell ihn doch einfach hochkant rein. Genau. Seite. Na, wo wird er zuerst zünden? Jo, bei mir hat er angezündet. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt hier, weil die Spieße sind fertig. So, lassen wir sie soweit mal anfeuern. Da kriegst du einen privaten Grillkurs vom Gerrit? Ja, finde ich total cool. Der kann sehr das geil. Erklären. Sehr geil. Und noch der süße Teil. Lecker. Und ab in Hals. Lecker. Zitronenkuchen. Also heute habe ich ja meine Haare ganz komisch. Naja, egal. Das Büffelprobierle. Ist sehr lecker geworden. Geschmacklich. Wüsste jetzt gar nicht, in welche Richtung das Fleisch, wie es zuordnen soll. Der geht auf der Zunge. Geil, einfach nur geil. Selber ausprobieren. Freunde, die ersten Spieße sind fertig. Da drüben steht die Salatbar und dann schauen wir mal, ja, wie unsere Spieße und der Salat ankommen. Du willst jetzt aber nicht sagen, dass der jetzt auch fertig ist? Ich schau gerade, ich hab jetzt... Oh mein Gott, wer soll das alles essen? Hier habe ich schon wieder voll gemacht. Ja, geholfen wird hier an... allen Ecken und Enden. Genau das ist es, was so ein Grill-Event erfolgreich macht. Jeder macht was, jeder bringt sich ein, jeder hat was mitgebracht und dadurch haben wir jede Menge Spaß. Du schon wieder. Machst du das richtig? Ich hoffe. Lässt du da noch was von dem Jackie übrig? Der ist ja schon verschwunden. Oh, circa 4 Esslöffel. Dass der immer den Jackie aufbraucht. Jo, da freue ich mich drauf. Wie auf so viele andere Sachen, die es heute hier schon gegeben hat und noch geben wird. Kaum
hier Süßigkeiten, dort im Hintergrund schon wieder wie verrückt. Also Björn hat sie fertig gemacht. Aufgrund dem Wunsch von damals gibt es Eis dazu. Und ich gehe jetzt an meinen Platz und wir essen. Und dieses Mal hat er in zwei verschiedenen Versionen gemacht und die probiere ich jetzt und sage euch hinterher, wie sie waren. Mittlerweile sind wir beim Glazen angelangt. Hab ich das laut? Ich nenne es Einpinseln. Nein, das heißt Glazen. So fast gleich. Wenn, dann wollen wir schon korrekt sein, oder? Wie lange bist du schon mit der Grillerei beschäftigt? Ich bin damit groß geworden. Aber früher ging das alles einfacher. Ja, da hat man bloß auf dem Flachgrill Zeug drauf geschmissen und fertig, gell? Ja, genau. Gut. Also so sehen sie ja mal richtig gut aus. Ja, aber die sind leider geschrumpelt und leider ist das Fleisch nicht so gut und sie sind doch. Ja, das haben wir leider auch schon festgestellt. Ein bisschen zäh geworden. Aber dazu sage ich euch gleich noch was. Aber dafür stimmt ja die Würze. Im Hintergrund haben sich da noch zwei so abgesondert. Keine Ahnung warum. Die werden wir gleich noch interviewen. Ja, unser Schweinefleisch war ein neuer Metzger, wovon eben, die haben das Fleisch mitgebracht gehabt, sind selber auch sehr enttäuscht. Hat nicht die Qualität gehabt, wie wir uns jetzt gewünscht hätten. Aber wir haben jetzt das Beste draus gemacht und ich denke, wir können es auf alle Fälle aufessen. Zumindest was noch reingeht, weil wir haben hier alle schon eine Fleischvergiftung von den Massen. Aber wir sind immer noch gut drauf. Und jetzt gehen wir mal zu denen da hinten hin. Was ist mit euch los? Warum habt ihr euch so abgesondert? Das ist einfach nur schön. Einfach nur schön? Einfach nur schön. Ja, vorher war hier aber noch Sonne, gell? Ja. Genau, ja, jetzt ist keine Sonne mehr da. Jetzt könnt ihr wieder mit vorkommen. Wir robben dann mit dem Haus mit. Okay. Einfach eine schöne, ruhige Ecke. Eine schöne, ruhige Ecke. Ja. Wie gefällt es euch hier? Klasse. Seid ihr nächstes Mal wieder dabei? Ja, definitiv. Geil, freut mich. Die Location ist klasse. Vom Platzangebot her super. Und den Preis, was ihr ausgerufen habt, also da freut es euch nirgendwo verstecken. Also das ist wirklich... Wunderbar, danke. So Freunde, wir haben uns mittlerweile entschieden, oder es wurde entschieden, wir machen eine Jury aus 5 Personen. Unter der auch ich bin, habe ich vorher gar nicht gewusst, wurde mir einfach so mitgeteilt. Der Professor ist dabei und keine Ahnung wer noch. Hat Schatzi so organisiert. Ja, sprich. Chor. Der Chor ist dabei. Sascha. Und das junge Mädel da hinten. Das junge Mädel? Da hinten macht sie Winke, Winke. Gut, okay. So, ja, wir machen die Jury. Die Rips werden auf Tellern angeliefert. 1, 2, 3. Wir wissen nicht, von wem welcher Teller ist. Wir probieren und die Besten schreibt man die Nummer auf den Zettel. Und ja, schauen wir mal, wer das Rennen macht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Jo, was geht sonst hier ab? Da werden wieder Rips geglazed und so weiter und so fort. Naja, gucken wir weiter. Läuft meine Cam? Ja, ein. So, dann hüpfen sie durch. Haben wir einen Kugelschreiber schon da? Ja, ja. 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 So, dann. Ich habe jetzt den Namen. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Jo, also wir fangen jetzt an mit der Verkostung. Wir haben Teller, ich weiß nicht, welche Nummer ist jetzt? 1, 2, 3? Das wissen wir nicht. Das sollten wir jetzt wissen. Achso. Das ist eine Blindverkostung. Ja, aber welcher Teller ist jetzt was? Ist das 1, 2? Nee. Der erste Teller ist die Nummer 1. Ja? Der in der Mitte ist die Nummer. Ist die Nummer 3. Und der andere ist die Nummer 2. Also genau, die tauschen wir jetzt aus. Wir werden jetzt nur rein den Geschmack von den Rips bewerten. Nicht diese wunderschöne Dekoration.
Und diese gefüllten Pflaumen ist ja wunderbar, aber es geht nur rein um den Geschmack von der Hips. Ja, zu gewinnen, haben wir ja gesagt, dieses Inkbird. Mein Modell habe ich vorne als Demo dazu gelegt. Und zusätzlich kriegt noch jeder Teilnehmer jeweils eine Dolly Sauce. Ich habe leider nur die zwei Sorten dabei. Also es geht keiner ganz leer aus. Jo. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit der Nummer 1. Auf jeden Fall. Dann ich nehme mir einfach eins weg. Zack. Und ihr kommt dran. Ansonsten reiche ich hier den Teller ran. Bedient euch. Achso, wir sind ja. Da kommen ja nochmal zwei. Kannst du jetzt schon was schreiben? Ich darf wieder eine Notiz machen. Das so abgesprochen war, das ist jetzt nur einfach mal so. Mhm. Eine neue Rolle. Ja? Ja, da hinten kommt noch ein Zebra-Nachschub. Großartig. Wir werden hier uns gesponsert von Frank aus dem Schwarz. Bitte schön, vielen Dank. Also, jeder Teilnehmer bekommt noch hier so eine leere Rolle mit nach Hause. Es geht keiner leer aus. Weil so viel verkaufen wir nämlich auch, dass jeder Teilnehmer eine annimmt. Okay. Dann Teller Nummer 2. Ja. Hätte ich nicht was vergessen? Bitte schön, ja.